Mein Name ist Frank Sau, ich bin Mitarbeiter der D-Defense und arbeite im Team des integrierten Managementsystems am Standort in Überlingen. Also mit Zykat arbeite ich, seit ich im Unternehmen D-Defense beschäftigt bin, das ist ungefähr 4 Jahre. Wir haben ausschließlich den Prozessdesigner und jetzt eben ganz neu das BPM-Portal von Zykat im Einsatz. Wir haben seit gut 20 Jahren Prozessmanagement bei der D-Defense, aber durch den Einsatz des BPM-Portals von Zykat IMS haben wir die Möglichkeiten, noch stärker digitale Medien zu nutzen, um eben auch jüngere Mitarbeiter, neue Mitarbeiter beim Eintritt zu unterstützen und vor allem das Prozessmanagement weiter auszubauen. Das Prozessmanagement ist bei uns im Intranet verfügbar für alle Mitarbeiter und wird rege genutzt. Es ist noch nicht auf dem Stand, wo wir uns sehen. Wir würden es gerne noch weiterentwickeln und freuen uns, dass wir hier noch viele Möglichkeiten haben, eben auch eben mit der webbasierten Oberfläche von Zykat. Das Prozessmanagement haben wir ja schon lange im Einsatz. Für uns ist das Prozessmanagement ein Teil des Unternehmenserfolges. Mit den Prozessen regeln und steuern wir Unternehmensabläufe und das ist der Mehrwert, den wir dadurch haben. Deswegen wird es auch von vielen Fach- und Führungskräften unterstützt und hat bei uns eine positive Resonanz. Am Zykat Anwendertag gefällt mir tatsächlich die Referenzvorträge zu sehen, wie andere Unternehmen das technisch umgesetzt haben, aber vielleicht auch diese Best-Practice-Ansätze zu sehen, was man vielleicht noch an seinem eigenen System verbessern kann und dass das Networking in den Pausen oder in den Abendveranstaltungen hat uns schon ganz viele nützliche Gespräche, tolle Tipps und Tricks mitgegeben und das sind so die Mehrwerte, warum wir auch als Team gerne zum Zykat Anwendertag kommen.